Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch. Ich habe seit 100 Jahren ungefähr keinen Tag mehr gemacht, weil ich bei einem Tag immer das Gefühl habe, immer die gleichen Bücher in die Kamera zu halten und das ist ja auch irgendwie doof. Bei diesem Tag aber fand ich die Fragen eigentlich echt cool und ich habe auch ein paar andere Bücher raussuchen können, außer diese Standardbücher wie Dark Elements, Obsidian und ja, keine Ahnung, was ich sonst immer noch so standardmäßig in die Kamera gehalten habe. Und ja, ich fand den Tag eigentlich echt cool, wo ich den gesehen habe. Ich habe ihn gesehen bei der lieben Sarah von A Court of Wanting Books. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ich und mein Englisch, naja, ihr wisst, das ist not the yellow from the egg und so. Und ja, ich habe den Tag bei ihr gesehen und fand ihn eigentlich echt cool. Ins Leben gerufen hat den Tag die liebe Annie Silber. Ich verlinke euch die beiden Kanäle auf jeden Fall unten in der Infobox. Schaut bei den Mädels auf jeden Fall mal vorbei. Ich finde, sie machen auch richtig coole Booktube-Videos und sind da auch voller Elan bei der Sache. Und ich finde, die beiden geben sich auch echt wirklich Mühe mit ihren Videos. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei bei den beiden. Und ja, bei Book Series Tag ist es so, man hat eine Serie und man bekommt eine Aufgabe quasi gestellt zu dieser Serie, die mit einem Buch verbunden ist, was man dazu raussuchen muss. Und ja, das ist halt ein Tag. Ich glaube, das brauche ich euch eigentlich nicht erklären. Und ja, wir machen diesen Tag jetzt zusammen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Da ich hier voll der Profi bin, habe ich natürlich wie immer mir die Fragen nicht aufgeschrieben und habe sie jetzt mal schnell mit dem Handy noch raussuchen müssen. Ey, manchmal bin ich so ein Dulli, ne? Die Antworten habe ich mir aufgeschrieben, aber nicht die Fragen. Lassen wir das Thema aber. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Serie und zwar ist das Vampire Diaries. Welches Buch hat eine komplizierte Dreiecksbeziehung? Und ich habe lange hin und her überlegt, welches Buch ich da nehmen möchte. Es gibt ja einige komplizierte Dreiecksbeziehungen in diesen ganzen Büchern, die man so lesen kann. Ich habe mich aber für eine Dreiecksbeziehung entschieden, wo ich damals beim ersten Moment dachte so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und zwar habe ich mich entschieden für die Shatter Me Trilogie von Tahereh Mafi und zwar ist das der dritte Teil, Ich brenne für dich. In dieser Reihe, diese Dreiecksbeziehung ist wirklich nicht ohne. Ich kann diese Beziehung jetzt auch gerade nicht richtig erklären, weil ich jetzt nicht weiß, ob ihr gespoilert werden möchtet oder nicht, falls ihr die Reihe noch nicht kennt. Diese Reihe ist ja jetzt eigentlich im Prinzip schon älter, aber es gibt bestimmt noch Leute, die diese Reihe noch nicht kennen. Auf jeden Fall ist es so, dass unsere Protagonistin in dieser Reihe dann mit einem jungen Mann zusammenkommt, den sie auch liebt und dann verändert sich aber die Beziehung zwischen den beiden und sie merkt, dass ein anderer doch sehr viel besser zu ihr passt, ne? So typisches Szenario. Es verkompliziert sich dann aber noch, dass diese beiden Männer auch noch in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen und ja, da hängt noch einiges mehr hinten dran und ich fand diese Dreiecksbeziehung wirklich richtig gut gemacht, zumal, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, unsere Protagonistin den Typen am Anfang überhaupt nicht abkann und eigentlich umbringen möchte. Also diese Dreiecksbeziehung war für mich wirklich schon etwas Besonderes. Ich fand am Ende das gut, dass es so gelaufen ist. Ich konnte es am Ende verstehen. Mittendrin dachte ich immer nur so, okay, what the hell passiert hier gerade? Und ja, zum Ende hin konnte ich es aber voll und ganz nachvollziehen und verstehen, wieso, weshalb, warum das alles so gelaufen ist und passiert ist, wie es passiert ist. Und ich bin mit der Entscheidung am Ende auch wirklich glücklich gewesen, aber es ist halt, wie gesagt, schon eine etwas kompliziertere Dreiecksbeziehung in dieser Reihe und ich mag diese Reihe immer noch unglaublich und ich möchte diese Reihe eigentlich auch gerne nochmal lesen irgendwie, aber dieses Jahr Superbau und Reinwenden im Vordergrund, genau wie nächstes Jahr auch Superbau weiter im Vordergrund stehen wird, deswegen Rereads verschieben sich dann mal irgendwann in 5 Jahren oder so, aber ich mag diese Reihe unglaublich und kann euch die auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Jugenddystopien mit so ein bisschen Science Fiction auch lest, dann schaut euch die Shatter Me Trilogie von Tahereh Mafi auf jeden Fall an. Es gibt ja inzwischen eine Fortsetzung, aber die ist ja in Deutsch noch nicht raus und ich hoffe, dass die auf jeden Fall noch übersetzt wird, denn ich fand die Reihe echt gut. Echt richtig gut. Machen wir weiter mit der zweiten Serie und zwar ist das The Walking Dead. Zeige ein Buch, in dem Zombies vorkommen. Sehr, sehr gerne. Und zwar habe ich mich hier entschieden für Another Day in Paradise von Laura Newman. Das ist eine Jugend-Zombie-Geschichte und ich mag diese Geschichte unglaublich. Ich kann jedem, der so eine Zombie-Geschichte gerne ausprobieren möchte,
und diesem Genre noch nichts gelesen hat. Das ist ja wirklich so ein Nischengenre und keine Geschichte, die jetzt so häufig vorkommt. Ja, jeder, der das mal ausprobieren möchte, den kann ich Adib wirklich nur ans Herz legen. Ich finde die Geschichte gut. Ich finde die Idee hinter der Geschichte einfach großartig. Ich finde die Zombies, die in dieser Geschichte vorkommen, wirklich toll. Die hat Laura sich wirklich cool ausgedacht. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Zombies, sondern das sind spezielle Zombies. Die heißen Deadheads und ja, mehr sage ich jetzt dazu auch nicht. Und ich fand die Geschichte einfach großartig damals beim Lesen. Ich habe auch den zweiten Teil von Adib damals ultra gerne gelesen. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann euch Adib, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Es geht in dieser Geschichte um Naya und Naya, ihre Welt, wie sie einmal war, existiert nicht mehr und sie befindet sich schon mitten in der Zombie-Apokalypse und Naya versucht mit der Gruppe an Menschen, mit denen sie sich zusammengefunden hat, einfach nur zu überleben und Naya erfährt in dieser Geschichte, was eigentlich genau hinter der Zombie-Seuche steckt und ja, was das alles so ist und was bei Adib dann noch so passiert und was es mit dieser Seuche auf sich hat, das ist es schlussendlich, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich fand die Geschichte einfach toll. Ich liebe Adib, ich mag die Charaktere, das Setting, das Ganze drum und dran und ja. Deswegen Adib eine Geschichte, wo Zombies drin vorkommen, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Ich liebe sie, lest sie. Es ist einfach so unglaublich gut. So, und ich finde die Cover auch unglaublich schön. Möchte ich an dieser Stelle einfach einmal erwähnen. Die dritte Serie ist Shadowhunters. In welchem Buch findet ein oder mehrere Kämpfe statt? Da hätte ich jetzt rein theoretisch jede Reihe irgendwie nehmen können von Urban Fantasy und High Fantasy, weil da wird irgendwie immer gekämpft. Ich habe mich aber entschieden für Die Legende der vier Königreiche. Zum einen, ich habe diese Reihe ja erst vor kurzem beendet und ich fand diese Reihe einfach so unglaublich gut und zum anderen finde ich, braucht diese Reihe einfach ein bisschen Werbung. Deswegen halte ich sie jetzt an dieser Stelle in die Kamera, weil ich mag diese Reihe so. Ich finde die Geschichte toll, ich mag die Charaktere, ich mag das Ganze drum und dran und ich finde, diese Reihe hat einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen dafür, dass sie einfach so gut ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle Die Legende der vier Königreiche nochmal in die Kamera halten und euch diese Reihe einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Und ich muss sagen, dass dieser Mord gleich zu Beginn der Geschichte, ich dachte nur so, wie krass ist das denn bitte? Das geht ja hier wirklich gut los und die Geschichte setzt sich dann halt auch sofort. Da werden Leute geköpft, da werden Schlachten geschlagen. Also ich muss sagen, diese Reihe hat auch eine gewisse Brutalität. Das ist jetzt nicht so eine High-Detail-Reihe, wo alles verschönt wird, sondern man erfährt halt auch, dass da mal Köpfe rollen. Es wird jetzt nicht beschrieben oder sowas, es ist halt eine Jugendbuchreihe. Aber es wird halt hier sehr viel gekämpft und es ist halt auch eine sehr kriegerische Reihe. Aber es wird nicht nur gekämpft und geschlachtet, ne, um Gottes Willen. Ich kann halt nur sagen, dass mir die Reihe wirklich gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte einfach ganz, ganz toll. Ich fand den Verlauf der Geschichte toll. Ich fand, wie sich das alles entwickelt hat, toll. Ich fand das Ende toll. Ich mag die Charaktere, ich mag das Setting, ich fand den Schreibstil gut. Und ich kann einfach immer wieder nur sagen, dass diese Reihe viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich mag sie einfach sehr und deswegen habe ich mich für diese Serie quasi für Die Legende der vier Königreiche entschieden, weil ich sie einfach so mag und weil hier auch sehr viel gekämpft wird. Die vierte Serie ist Once Upon a Time. Was ist dein Lieblingsmärchen-Märchenadaption? Also ein Lieblingsmärchen direkt habe ich nicht. Und meine Lieblingsmärchenadaption, da habe ich mich für zwei Bücher entschieden. Ganz einfach, weil das eine sein musste und das andere halt auch wirklich mein Lieblingsbuch halt auch ist. Und so habe ich mich entschieden zum einen für Das Reich der Sieben Höfe. Das ist ja eine Adaption auf Die Schöne und das Biest. Und dann habe ich mich noch entschieden, stellvertretend für die komplette Reihe, Wie Monde so silbern. Ich finde einfach die kompletten Luna-Chroniken ganz, ganz toll. Ich finde jede einzelne Geschichte ganz, ganz toll und jedes einzelne Buch dieser Reihe ist ja eine Märchenadaption. Und Wie Monde so silbern ist die Geschichte von Cinderella, Wie Blut zu Gold ist die Geschichte von Rotkäppchen, Wie Sterne so golden ist Rapunzel und Wie Schnee so weiß ist, glaube ich, der vierte. Hieß der vierte Wie Schnee so weiß, ich glaube, ist die Geschichte von Schneewittchen noch nicht. Und ich finde, man erkennt jedes Märchen in diesen Geschichten wieder. Und das, obwohl das alles in einer futuristischen Science-Fiction-Welt spielt. Und das fand ich einfach so toll. Und die Autorin hat das so gut verpackt. Und ich feiere die Luna-Chroniken einfach immer noch. Und ich liebe die Luna-Chroniken. Und für mich sind das die besten Märchenadaptionen überhaupt. Aber wie gesagt, ich habe mich halt auch für Das Reich der Sieben Höfe entschieden, einfach weil ich Das Reich der Sieben Höfe einfach irgendwie mal mit in die Kamera halten wollte bei diesem Tag, weil ich einfach diese Reihe so liebe. Und ich bin hier bei Das Reich der Sieben Höfe ja voll auf den Hypezug mit aufgesprungen. Auch wenn viele sagen, so toll finde ich die Bücher gar nicht. Ich liebe diese Reihe einfach. Ich lese gerade aktuell den vierten Teil und ja, ich finde, man erkennt bei Das Reich der Sieben Höfe das Märchen auch wirklich gut und mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen damals beim Lesen und ich fand es auch cool, dass die Autorin hier so eine Märchenadaption gemacht hat
Und die Janine hat mir erzählt, dass auch der zweite Teil von Das Reich der Sieben Höfe eine Märchenadaption ist. Nämlich die Geschichte von Hades und Persephone. Und das fand ich dann richtig cool. Wo sie mir das dann so gesagt hat, dachte ich so, ja, so ein bisschen passt das auf jeden Fall. Der dritte Teil weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das auch eine Märchenadaption ist. Wenn das auch wieder so eine Adaption auf irgendeine Legende, ein Märchen oder Sage oder sowas ist, habe ich es auf jeden Fall nicht erkannt. Wie gesagt, beim zweiten Teil habe ich es auch null irgendwie verknüpfen können mit der griechischen Mythologie. Aber ich finde es halt auf jeden Fall cool, wenn Autoren sowas machen. Und ich mag das immer sehr. Und wie gesagt, ich habe mich für diese beiden Bücher hier entschieden bei der vierten Aufgabe. Die fünfte Aufgabe ist Riverdale. Zeige ein Buch, in dem mindestens eine Person ermordet wird. Und jemand, der wie ich diese Reihe, die ich ausgesucht habe, gelesen hat, der kann eigentlich bei dieser Frage nur diese Reihe zeigen und dieses Buch zeigen, weil es einfach passt wie Arsch auf Eimer. Denn in dieser Reihe werden einfach so viele Leute ermordet. Das ist einfach nur heavy. Und ja, ich habe mich entschieden für Size von Neil Schusterman. Jeder, der das Buch gelesen hat, weiß, was ich meine mit es werden hunderte von Leuten ermordet. Denn in dieser Geschichte ist es ja so, dass es keine natürlichen Tode mehr gibt. Und es gibt in dieser Welt halt die Sais. Und die Sais sind quasi die Henker. Und die Sais tun Menschen nachlesen und Menschen ermorden. Und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ja, es werden sehr, sehr viele Leute ermordet in dieser Reihe und ich finde die Reihe wirklich mega gut. Ich fand den zweiten Teil mega gut, ich fand den ersten unglaublich und ich freue mich so auf den dritten. Ich bin so gespannt, der soll ja im Herbst rauskommen. Ich habe ehrlicherweise noch nicht gehört, wann. Ich habe auch noch kein Cover gesehen und nichts. Also ich hoffe, dass es dabei bleibt, dass der dritte Teil im Herbst erscheint und ich freue mich da schon so unglaublich drauf. Ich fand die ersten beiden Teile einfach nur mega und ja. Wie gesagt, jeder, der Size gelesen hat, kann bei dieser Frage eigentlich nur diese Reihe nehmen. Weil, denn wie gesagt, hier werden so viele Leute ermordet und das bewusst und ohne Konsequenz. Die sechste Serie ist Game of Thrones. In welchem Buch, außer in Game of Thrones, werden noch Intrigen geschmiedet? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich hier für das gleiche Buch entschieden wie die liebe Sarah. Nämlich für Diabolik von S.J. Kincaid und es ist einfach ein Buch, wo so viel passiert und wo am Ende deine Welt einfach verdammt nochmal komplett auf den Kopf gestellt wird, wo dein Herz am Ende aus deiner Brust gerissen wird und du einfach nur denkst, nein! Ja, also die Intrigen, die in diesem Buch gesponnen werden, sind so unglaublich gut und man kommt einfach bis zum Ende nicht dahinter. Man vermutet viele Dinge bis zu einem gewissen Punkt und dann denkt man sich, okay, ist das vielleicht doch nicht so und dann am Ende kommt die große Keule und so BAM und du kriegst voll eins übergebraten als Leser, dein Herz wird rausgerissen und weggeschmissen und du denkst ja immer nur so, nein, ich will nicht, dass es so endet und ja. Also in dieser Reihe werden Intrigen geschmiedet, im ersten Teil auch schon, aber besonders auch im zweiten Teil, das ist der Hammer, also das ist unglaublich und ich bete, dass der dritte Teil vielleicht dann doch nächstes Jahr erscheint irgendwie. Ich möchte einfach nach diesem Ende wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, wie es Nemesis unserer Protagonistin geht. Ich möchte wissen, wie sie mit dieser Situation umgeht. Ich möchte wissen, was mit Tyrus ist. Ich möchte wissen, ob es vielleicht doch nicht alles so ist, wie es jetzt scheint. Also ich bete auf jeden Fall dafür. Und ich denke mir die ganze Zeit einfach nur, Brainfuck. Mein Gott, was war das für ein Ende? Ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe dieses Ende nicht kommen sehen. Es war so unglaublich gut. Und ja, es werden in diesem Buch, wie gesagt, unglaublich viele Intrigen geschmiedet, die man auch nicht sieht. Einiges erkennt man, anderes vermutet man. Und am Ende, wie gesagt, ist komplett alles anders. Und ja, ich fand diese Reihe einfach unglaublich gut bisher. Ich liebe diese Reihe auch. Ich finde auch, dass diese Reihe viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Deswegen lest Diabolik. Diese Reihe ist so unglaublich gut. Diese Geschichte ist so unglaublich gut. Es ist Science Fiction. Ich weiß, Science Fiction ist immer bei vielen so weiß nicht. Aber versucht es einfach mal. Guckt euch die Reihe mal an, lest mal rein, holt euch die Leseprobe, schaut, ob ihr damit zurechtkommt. Es ist einfach so eine tolle Reihe und es lohnt sich einfach so mega, diese Geschichte zu lesen. Nemesis ist eine so tolle Protagonistin und dieser Verlauf in dieser Geschichte, das ist einfach, ja. Ich möchte an dieser Stelle jetzt einfach nur nochmal sagen, dass ich Sarah zu meinem Diabolik-Buddy hier so erkläre, denn als ich ihre Reaktion gesehen habe, dachte ich so, ja, ja, so ging es mir auch, ja, genau so. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, außer lest Diabolik. Es ist eine tolle Geschichte und ich habe mich bei Game of Thrones halt für Diabolik entschieden. Die siebte Serie ist Glee. In welchem Buch spielt Musik eine große Rolle?
Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so viele Bücher gelesen, wo Musik eine große Rolle spielt. Ich habe aber vor kurzem ein Buch gelesen, wo Musik eine große Rolle spielt. Und dieses Buch war wirklich unglaublich gut. Und zwar habe ich gelesen, Wenn Donner und Licht sich berühren von Brittany C. Cherry. Das ist der erste Teil der Music-Irgendwas-Reihe. Also, ne? Es wird wahrscheinlich auch in den anderen Teilen dann irgendwas um Musik gehen. Und ich habe das Buch vor kurzem gelesen. Ich fand das Buch unglaublich gut. Ich habe es leider gerade nicht hier. Ich habe es verborgt, deswegen muss ich es euch einblenden. Ich finde auch das Cover wunderschön. Ich fand die Geschichte einfach großartig. Und wie gesagt, Musik nimmt in diesem Buch wirklich eine sehr, sehr große Rolle ein. Die Protagonistin wird dadurch sehr stark beeinflusst. Unser männlicher Gegenpart hat auch sehr viel mit Musik zu tun. Und ja, deswegen konnte ich mich bei der Frage halt auch wirklich nur für Wenn Donner und Licht sich berühren entscheiden. Und ja, es ist eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Geschichte. Schaut sie euch an. Ich liebe dieses Buch einfach. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Machen wir weiter mit Haus des Geldes. Welches Buch ist das teuerste auf deiner Wunschliste? Okay, ich habe mal das teuerste Buch, was ich jemals auf meiner Wunschliste hatte, rausgeholt. Und zwar Grisha von Leiber Dugo. Das ist jetzt die zweite Auflage, die man letztes Jahr für normales Geld beim Carlsen Verlag nochmal kaufen konnte. Ich habe dieses Buch aber auch in der Erstauflage, was mein Mann mir damals für sehr, sehr teures Geld wirklich gekauft und geschenkt hat. Deswegen kann ich sagen, das teuerste Buch, was ich jemals auf der Wunschliste hatte, war definitiv der dritte Teil von Grisha. Und aktuell das teuerste Buch sind Hardcover. Also ich habe mehrere Hardcover auf der Wunschliste, die kosten ja alle um das Gleiche, alle um die 20 Euro. Da ist jetzt kein spezielles Buch dabei, was ich euch zeigen kann. Deswegen, ja, alle möglichen Hardcover sind auf meiner Wunschliste. Aber das teuerste, was jemals drauf war, Grisha von Leiber Dugo. Die nächste Serie ist Tote Mädchen lügen nicht oder, jetzt kommt wieder mein Englisch, 30 Reasons Why. Denn zeige ein Buch, das an einer Schule spielt und ein großes Drama mit sich bringt. So, auch hier hätte ich jetzt wieder 150 Millionen verschiedene Bücher nehmen können. Aber ich habe mich für das Buch entschieden, wo ich damals echt von der Wendung überrascht war. Und zwar ist es in dieser Geschichte so, Protagonistin trifft auf ihn. Und du denkst dir so, jetzt kommt ja wieder das Übliche, sie sahen sich, sie verliebten sich. Aber nein, unsere Protagonistin beschreibt dann ihre Gefühle und sagt dann, als ich ihn das erste Mal sah, wusste ich wirklich, was abgrundtiefer Hass ist. Und das war damals für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja geil, das mag ich. Und zwar habe ich mich entschieden für, na, wer kann sich an diese Stelle erinnern? Göttlich von Josephine Angelini. Ich habe das damals sehr gefeiert. Ich fand es wirklich richtig gut, als Lukas und Helen das erste Mal aufeinandertreffen in der Schule und sie dieses Gefühl so beschreibt, dass sie ihn so einfach abgrundtief hasst. Das fand ich einfach richtig gut, weil es halt nicht dieses typische, sie sahen sich, sie verliebten sich, sie fanden sich toll war, sondern das war ja mit diesem Fluch quasi, was ja da noch zusammenhing, dass die gegenseitig sich ja eigentlich nur umbringen möchten. Und ich fand das einfach so unglaublich gut damals, dieser Ansatz in dieser Geschichte. Das hat mir so gut gefallen und ich fand die Göttlich-Reihe von Josephine Angelini einfach gut. Ich muss sagen, der erste Teil ist und bleibt der stärkste der ganzen Reihe. Der zweite Teil ist sehr Kaugummi und der dritte Teil ist zur Hälfte Kaugummi und am Ende wieder spannend. Aber ja, der erste Teil ist und bleibt einfach der beste Teil dieser Reihe. Ich habe das so gefeiert damals. Ich habe das einfach nur mega gefeiert. Deswegen konnte ich mich bei dieser Frage einfach nur für Göttlich von Josephine Angelini entscheiden. Und ja, ich fand die Reihe einfach gut. Ich habe sie sehr, sehr gerne gelesen. Ich muss ja sagen, dass die Everflame-Reihe von Josephine Angelini mich ja dann eher enttäuscht hat. Ich fand es doch alles sehr verwirrend und sehr, sehr undurchsichtig. Gerade zum Ende hin, dieses ganze Dimensionsgehopse hat mir nicht gefallen. Aber die Göttlich-Reihe habe ich damals sehr, sehr geliebt, als ich sie gelesen habe. Und ich finde es halt auch heute immer noch cool, dass die erste Begegnung von unseren beiden Hauptcharakteren so abgelaufen ist. Ich feiere das total. So, und ja, habe das. Und deswegen habe ich mich halt auf jeden Fall für Göttlich entschieden. Und die letzte Serie ist Stranger Things. Welches Buch spielt in einer Kleinstadt? Und hier habe ich mich für zwei Bücher entschieden. Einfach, weil ich beide Kleinstädte so toll finde. Und zwar habe ich mich entschieden zum einen für Sehnsucht nach Sommer von Jacqueline Feygood. Ich finde Newfane, wie Jackie das beschreibt, ist einfach eine so süße, idyllische Kleinstadt. Und diese Stadt war mir einfach so sympathisch beim Lesen, dass ich sie sehr, sehr gemocht habe. Ich würde da auch sehr, sehr gerne mal hinfahren, mir die Stadt mal angucken, das Bed and Breakfast angucken und dieses Café angucken. Und es war einfach eine wirklich tolle, schöne kleine Stadt, die Jackie da beschrieben hat. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall für Sehnsucht nach Sommer entschieden. Ich fand es einfach so, 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 so toll in dieser Stadt.
Und dann habe ich mich noch entschieden für Redwood Love, weil Redwood einfach eine wirklich tolle Kleinstadt ist mit mega tollen Tierärzten. So möchte ich mal erwähnt haben am Rande. Und ja, also ich fand Redwood von den Beschreibungen her auch wirklich richtig toll. Ich finde, die Autorin hat hier wirklich eine richtig tolle Stadt sich rausgesucht, um ihre Geschichten spielen zu lassen. Und die Beschreibungen, wie Redwood ist und wie das gelegen ist und diese Naturverbundenheit, das finde ich einfach so mega gut. Und ja, deswegen konnte ich mich hier nur für Redwood Love entscheiden. Das ist übrigens der zweite Teil, mein Lieblingsteil der Reihe, so am Rande angemerkt. Flynn und Gabby. Oh, ich liebe diese Geschichte. Ja, also wie gesagt, ich habe mich halt hier für die beiden Schätzchen entschieden, einfach weil da zwei ganz, ganz tolle, schöne Kleinstädte drin sind, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, wo ich selber auch gerne mal hinfahren würde. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer schaut euch diese Bücher mal an, wenn ihr unbedingt mal Geschichten mit einer coolen Kleinstadt lesen wollt. Ich mag sie wirklich, wirklich sehr. Das war der Book Series Tag von mir. Ich hoffe, euch haben die Bücher gefallen, die ich ausgesucht habe. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen verständlich erklären, warum ich die Bücher rausgesucht habe. Und ja, ich müsste ja jetzt an dieser Stelle noch jemanden taggen, da dieser Tag aber nun schon wieder etwas älter ist und ich keine Ahnung habe, wer diesen Tag alles schon gemacht hat und wer nicht. Deswegen tagge ich jetzt an dieser Stelle einfach jeden, der Bock hat, diesen Tag zu machen. Ich finde den Tag wirklich richtig cool. Die Anni hat sich da wirklich ein paar tolle Aufgaben ausgedacht. Und wie gesagt, Anni und Sarah verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal unten in der Infobox. Schaut bei den Mädels auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, jetzt gibt es nur noch zu sagen, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!